Hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man handlettert. Als allererstes braucht ihr dafür ein Blatt Papier und einen Brushpen. Ein Brushpen hat eine bewegliche Spitze. Das bedeutet, wenn ihr den Stift auflegt und drückt, bekommt ihr damit einen dickeren Strich. Wenn ihr nur sanft über das Papier gleitet, bekommt ihr einen dünnen Strich. Bei der Art des Handletterns, die ich euch heute zeige, gibt es genau eine Faustformel. Und zwar, wenn die Linie nach unten geht, die ihr gerade zeichnet, übt ihr ein bisschen mehr Druck aus, damit der Strich schön dick wird. Und wenn ihr mit dem Pinselstrich nach oben geht, dann versucht so wenig Druck wie möglich auszuüben, damit der Strich schön dünn wird. Um das zu üben, verbinden wir jetzt die zwei Bewegungen. Wir setzen mit ein bisschen Druck auf und werden nach oben hin schmaler. Also dicker und dünner. Und weil es so schön war, machen wir das gleich noch einmal. Weniger Druck, mehr Druck, weniger Druck. Und dann seid ihr auch schon bereit für die ersten Buchstaben. Wenn ihr keine Ahnung habt, wie die Buchstaben aussehen sollen, überhaupt kein Problem. Sucht euch Online-Vorlagen aus. Die sehen dann zum Beispiel so aus wie diese hier. Mit dem Handlettering könnt ihr die unterschiedlichsten Schriften und Schriftzüge erstellen. Egal ob Platzkarten, Namensschilder oder Geburtstagswünsche. Werdet kreativ! Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne einen lieben Kommentar und/oder ein Like da. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis dahin viel Spaß beim Lettern!